Hallo und willkommen zum nächsten Anno 1800 Part von heute. Ich habe hier jetzt gerade vorhin die Gründe herausgefunden, warum die Bevölkerung hier so komisch ist. Sie ist nicht zerstört, es ist it's not a bug, it's a feature. Und zwar haben wir hier ja 50 Ingenieure und euch geht das hier auf Ingenieure hoch. Und dadurch, genau, haben wir halt hier jetzt Ingenieure stehen. Wir kriegen ja durch die Expansion 50 von jeder Arbeitskraft. Sprich, wir kriegen hier auf den Bauerninseln auch 50 Arbeiter, Handwerker und Ingenieure. Die mir, wo ich nachgeguckt habe, höchstens Tropfen auf den heißen Stein, also einen feuchten Dreck bringen. Und genau, ist zwar irgendwie lol, dass die da sind, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass sie die vielleicht ein bisschen besser machen können, dass das da irgendwie man das ausblenden könnte, dass man da die hat oder irgendwie anders. Zumindest ist es hier unnötig anzuzeigen, dass ich hier Handwerker, Ingenieure und sowas habe, weil ich die hier nie benutzen kann. Genau. Und das stört irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht richtig, weil man hier nicht mehr... Auch egal, ich reg mich wahrscheinlich nur unnötig auf. Wie die Pokémon-Nutzer, wie die ganzen Pokémon-Spieler. So, da bin ich wieder. Irgendwie geht meine Aufnahme jede Minute aus. Da muss ich gleich nochmal gucken. Weil ich glaube nicht, dass mein Laufwerk voll ist. Genau, es ist noch voll genug. Es kann sein, dass das Mikro nicht so wirklich will. Oder sowas. Zumindest machen wir weiter. Wenn der Ton irgendwie abgeschnitten wird, dann wisst ihr, woran das liegt. Meine Technik scheint heute nicht ganz mitzuarbeiten. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier wurstige Probleme. Wir haben nämlich noch 9 Wurst hier und noch 20 Schweinchen. Sprich, wir müssen dringend dem Schiff hier wieder sagen, dass es die Schweinchen wieder mitnehmen soll. Gehen wir gerade mal auf die Route, sagen hier, wir würden Gap wieder die Schweine einladen. Hier. Und hier wieder ausladen. So, das können wir dann, dafür müssen wir allerdings hier wieder die Sachen wieder aktivieren. So, dann produzieren wir hier wieder ein paar Schweinchen, dann können wir hier auch nochmal, da wir hier ja schon genug Schweinchen hatten, nochmal hier ein paar Wurstproduktionen hinsetzen. Ich würde sagen, einfach nach hier hoch. Genau, naja. Ich reg mich wahrscheinlich einfach nur unnötig auf. Kann es sein, dass das... Zumindest das gucke ich nach der Aufnahme. Weil eigentlich ist es... Ich bin gerade was durch den Wind. So, jetzt läuft die Aufnahme aber immerhin. So, dann haben wir hier eine Mission. Und dann hat uns hier der Typi hier einen Nicht-Angriffspakt und einen Handel für insgesamt, glaube ich, 80.000 Münzen angeboten. Wo ich direkt mal angenommen habe. Genau, so jetzt mit dem handeln wir jetzt. Ja. Und dann... Genau. Genau, dann haben wir hier noch einen Geleitschutz, den wir machen müssen. Dafür ziehen wir hier gerade einmal kurz ein paar Schiffe rüber, würde ich sagen. Wieso nicht alle 5? Ne. Vielleicht nicht gerade alle 5, weil wir die vielleicht noch brauchen. Aber 3 oder sowas wäre schon ganz schön, wenn wir die hier rüberziehen würden.
Oder 4? Machen wir 3. Wir haben hier noch die Neptun. Also von daher einmal in die alte Welt mit dir. Na los. Kisse, wo seid ihr zwei denn überhaupt? Ihr steht da unten irgendwo rum. Okay, cool. Hierum müssen wir uns, wie gesagt, auch nochmal kümmern. Warum sind da 2 Stahl drauf? Ich weiß es nicht. Genau, hier haben wir uns nochmal eine Insel gesichert. Genau, hier haben wir jetzt nämlich auch Obreros. Obwohl wir hier noch gar nichts haben. Das ist auch irgendwie komisch. Das heißt, die hätte man vielleicht erst dann freischalten sollen, wenn man die Stufe erreicht hat oder irgendwie ausblenden und nur in den Statistiken auftauchen lassen oder irgendwie ausblenden lassen oder irgendwie sowas. Genau. Oder was meint ihr? Was sagt ihr dazu? Zu diesem Thema. So, die neue Welt interessiert uns aber immer noch nicht. Die interessiert uns erst, wenn wir mit Rum beginnen. Dann machen wir mal weiter. Wir hatten ja im letzten Part das Brot da umgebaut. Und da hatte ich gedacht, dass wir hier irgendwie so einen aus der Mitte rausnehmen und dann an den Rand setzen können. Irgendwie so hier so. Und dann können wir die Handelskammer nämlich hier relativ reinsetzen. Dann setzen wir das hier auch nochmal nach außen. Und dann können wir die Handelskammer jetzt hier reinsetzen. Yay. Was wir hiermit machen, weiß ich nicht. Wir ziehen das hier, glaube ich, erstmal nach drinnen rein. Alles. Upsala, das noch einmal ein bisschen nach hinten. Dann kommt das hier rüber. Wird alles nochmal wieder eins reingezogen und dann kommt das andere auch dahin. Wir könnten hier auch noch einen eins Abstand lassen, damit wir das hier hochbinden können. Ich weiß noch nicht, warum wir das machen sollten, aber naja. So. Hast du wieder überhaupt gar keine Felder? Dann richten wir das hier nochmal neu ein, will ich gerade sagen. Yay, riesig viele... Ein Hof ohne Felder? Oh yeah. Das sah leicht episch aus. So. Kommst du hier erstmal Felder hingesetzt? Kommt man da noch durch? Ja, so halbwegs. Man sollte ja hier nämlich auch noch durchkommen für die anderen. Für die hier. Ich weiß keine Anbindung zum Gebäude. So. Den Bereich dazu erstmal nutzen. 45 nur von 144. Dann kannst du ja mal den Bereich hier nutzen. Nicht wahr? Ah ja, da bleibt sogar noch was übrig. Sehr gut. Dann können wir hier was wegnehmen. Dann können wir hier was wegnehmen. Gut, ein bisschen mehr. Stimmt, hatte ich vergessen, dass wir da ja ein bisschen mehr wegnehmen müssen dann, weil das die einzige Verbindung war. So, wie gesagt, wir haben es mal wieder viel zu spät abends. Ich nehme wieder viel zu spät abends auf. Die Lebhaftigkeit der Aufnahme oder wie auch immer wird es mir wahrscheinlich danken. So, das ist auf jeden Fall auch bescheuert, weil ich da nämlich... Ach, weißt du was, ist doch auch egal. Dann fülle ich das jetzt da hinten... Fülle ich das jetzt oben hin auf. So, danke, Sinja.
234. Hm, da könnte man noch ordentlich was füllen. Ah ja, wir müssten auch noch ordentlich was füllen. So, dann füllst du hier erstmal den Bereich auf. Schönen Tag auch. So, weil 144 Felder sind eine ganze Menge. Da kommt man dann ganz schnell in den Platzmangel. Wenn das nicht halbwegs intelligent macht, muss man das hier oben langlegen oder sowas. So, und dann noch ein paar mehr. So, ah, ein Feld noch. Danke sehr. So, genau, ansonsten fahren wir jetzt in den Urlaub und danach komme ich allerdings nochmal wieder wegen Corona. Wegen Corona ist nämlich die Uni ausgesetzt. Und deshalb habe ich keine Uni im Moment. Kann deshalb hier noch ein bisschen was machen. Und mir was selbst beibringen und sowas. So, das sieht doch gut aus. So, perfekt. Und du kommst auch noch dahin. Perfekt. Uns fehlen Waren. Ah, Bente schenkt... Nee, doch. Bente schenkt mir ein bisschen Geld. Schön. Der schenkt mir auch noch Geld. Sehr gut. Eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, seit wann schenkt mir der Typ Geld? Eine gute Frage. So, jetzt scheint die Aufnahme zu laufen, immerhin. So, dann hätten wir das hier, glaube ich, jetzt finalisiert. Wir können hier jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 anschließen. Waren es nicht vorher 9? Cool. Das heißt, das hat exakt gar nichts gebracht. Ist hier irgendwo ein Undo-Knopf? Den will es sogar tatsächlich geben, indem wir einfach das... Nee, können wir nicht, weil dazwischen hat er uns, glaube ich, schon Handel gemacht und sowas. Das heißt, wir basteln das hier doch nochmal wieder um. Naja, das waren 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, da hatten wir 10, 9 bis 10 und jetzt haben wir noch 8 hier angeschlossen, in beide Richtungen 4. Ach, ist auch egal, wir haben sowieso im Moment genug Bilanz, also von daher. So, sind meine... sind die kleinen Kriegsschiffe schon unterwegs? Nee, sind sie nicht. Cool. Da sind sie gerade. Ach, die segeln gegen den Wind. Okay, ein Schiff ist schon unterwegs. Yay, ein Schiff hat sich anscheinend gerade auf den Weg gemacht. Nee, sehe ich aber nicht. Cool, das heißt, wahrscheinlich hat sich... Nee, ich hab hier aber doch... Naja, auch egal. So, dann machen wir hier weiter. Und zwar brauchen wir... Genau, wir haben jetzt hier das mit dem Wurst geklärt, glaube ich. Erstmal wieder. Wir müssen eigentlich auch gucken, dass wir hier jetzt genug Schweinchen rankriegen. 1 zu 1, das heißt, allein dafür brauche ich immer schon 8 Schweinchen. Hier drüben. Glaube ich insgesamt... Nee, wir haben insgesamt 10. Das heißt, wir hätten nur 2 Schweinchen insgesamt hierfür. Genau, und da fehlen nämlich schon die Waren. Das heißt, da sollten wir vielleicht 2 Schweinchen wieder wegnehmen, einfach, also 2 Wurstsachen, einfach weil wir nicht genug Schweinchen da drüben produzieren.
So, damit war dann nämlich hier gleich wieder ein paar Schweinchen haben. So, und dann, genau, kümmern wir uns mal um die Expedition, würde ich sagen. Wir hatten hier noch Expeditionen am Laufen. Ja, nicht wahr? Yay. Wir könnten denen auch gerade mal ein Varieté geben. Das macht die auch. Das bringt mir sogar 6 Münzen. Das ist doch schön. Ich mag es, wenn mir irgendwas Münzen bringt. Da haben wir das Varieté. Hierhin könnten wir das stellen. Hierhin und da unten hin. Beziehungsweise hier ist das Dorfzentrum. Dann sollten wir es wohl eher dahin stellen. Wir haben auch noch eine Quest. Lieferaufgabe. 7 Ziegelsteine. Wir haben 250. Danke sehr. Stahleugiger Stahlschmied. Was ein Wortwitz. Dann lassen Sie mal hören. Ach du Heilige, ich glaube, das muss so machen, ohne die. Selten. Stahlwerk, Kanongießerei und Geschützfabrik. Produktion 30% unterhalb plus 50, negative Attraktivität minus 50. Ach, das ist im Moment nicht so wichtig, glaube ich. Hier hätte man das doch stehen. Hier steht das doch und da muss man es doch da oben nicht mehr drin haben. Aber das würde dann, glaube ich, auch wieder für Verwirrung sorgen. Aber naja. Ich bin nur ein einzelner Typ, der nichts bewirken kann. Also von daher sollte ich meinen Mund halten. Wo bleiben meine Schiffe? Die haben sich jetzt mal auf den Weg gemacht. Yay. Flotte wird überführt. Yay. Das dauert aber noch. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich mit nur... Du hast, glaube ich, noch Kanonen, nicht wahr? Nicht das mal auf irgendwas testen. Du, ja gut, ich glaube, genau einen... Hey, was ist der Unterschied? Hey, ich weiß es nicht. Zumindest scheint das dafür Handelsschiffe und das dafür Kriegsschiffe zu gelten. Das heißt, ich habe hier 2 Kriegsschiffe. Yay, das heißt, wir... Ach du Heilige, wir haben 3 Schiffe, die wir eskortieren sollen. Nett. Das heißt, ihr begebt euch mal bitte kurz da runter schon mal. Hier brauche ich gerade einen Kanonenturm, wie es aussieht. So, und dann kann ich schon mal mit der archäologischen Expedition loslegen. Weil das... Du bist ein Handelsschiff, dummes Schiff. Verfolgen Sie unser gemeinsames... So, dann habe ich 2 Schiffe. Yay, 2 Schiffe, um 3 zu eskortieren. Cool. Du bist ein... Könnten wir ja auch hier nachgucken, nicht wahr? Fregatte hat Kanonen, Clipper hat keine Kanonen. Genau, das heißt, du bist ein Handelsschiff. Alles bereit. Gut, das heißt, dich... kümmern wir dich noch gerade um die Expedition. Yay. Nee, wir würden gerne... Ach, wir müssen hier noch Pilze rüberholen, nicht wahr? Barbaken. Das ist meine Hauptinsel. Nee, hier haben wir auch 75 Felle noch. Das ist sehr gut. Genug Rindfleisch. So, Ration Jagdglück, Redegabe und Geschick. Steht sogar was lustig. Überreiche Tierwelt auf der Anstehen aufgeschnappt. Es ist recht wahrscheinlich, dass wir auf der anstehenden diplomatische Herausforderung stoßen werden. Ich empfehle Anführungs- oder Handwerker anzuheuern. Geschick 30, Kampfkraft 10, das ist doch schön. Kampfkraft 20, Geschick 15. Das hier können wir doch da unten satteln. Genau, dann haben wir schon mal 5 mehr. Sehr gut. Dann können wir hier nochmal 30... Geschick und 10 Kampfkraft mitnehmen, weil viel mehr bringt uns das auch nicht. Das heißt, das ist dann auch nochmal schön. Dann nochmal ein bisschen
Mist, das ist eine Ingenieurssache, wie es aussieht. Der Sekt, der bringt ja 30 Redegabe. Dann einmal hier Jagdglück mitnehmen. 50 Stück. So, dann brauchen wir noch Geschick, Jagdglück, Redegabe bräuchten wir noch ein bisschen. Da haben wir noch 35 Bier, das heißt, da müssten wir noch ein bisschen Bier nachschaufeln. ...20 Geschick, 15 Jagdglück, 20 Heilkunst, nochmal 20 Heilkunst. Gut, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Bier. Und Bier sind, glaube ich, auch Rationen, nicht wahr? Ich glaube, Bier sind auch Rationen. Oder? Genau, Bier sind auch Rationen, das ist sehr gut. Davon sollten wir dann 100 mitnehmen oder sowas. Das heißt, wir müssen wohl noch ein bisschen warten, bis wir 100 Bier haben. Und Sekt können wir dann wahrscheinlich erst ab Ingenieure produzieren. So, das heißt, wir müssen mal die Bierproduktion hier ein bisschen ankurbeln. Was fehlt euch denn, dass ihr nicht mit 100 arbeitet? Hopfen, wie es aussieht. Hopfen und Malz. Hier heißt es aber, das Lager an Malz ist voll. Was aber irgendwie nicht stimmt. Achtung, okay. Volles Lager. Ja gut. Ach so, dass die Sache hier braucht zu lange, um den Malz wegzubringen, oder wie? Ach du je, oh je. Die Sache braucht zu lange, um den Malz wegzubringen. Wie lustig. An sowas habe ich ja jetzt noch gar nicht gedacht. Cool. Wir haben den Markt Haupthaus 3 überladen. Das kriegt man, glaube ich, auch nicht häufig hin. So, das heißt, wir stellen hier gerade nochmal die Produktion hoch. Ah, sehr gut. Meine Schiffe kommen an. Dann dürft ihr euch direkt mal hier hinstellen. Und wo kommt er denn? Von da, sehr gut. Ein Blick auf die Zeitung. Gelddruck, geteilte Freude. Hat Anteile an anderen Unternehmen gekauft. Ja gut, das ist scheißegal. Ja gut, willst du mir das jetzt dreimal sagen, oder wie? So, nein, stell dir vor, ich mache nie Änderungen in der Zeitung. Keine Änderung? Wirklich? Na dann halt nicht. Musst du halt trotzdem im Verzug gerade ein bisschen klarkommen. Ich brauche nämlich gerade noch ein bisschen, um meine Schiffe hier runter... Na, 2 Minuten ist ein bisschen knapp, das heißt, da... So... Also du eskortierst mal das Schiff und du eskortierst das Schiff. Du das und du dann nochmal das vordere. So. Dann gucken wir mal, auf was wir hier stoßen werden. Das würde ich allerdings sagen, machen wir im nächsten Part. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Part und tschüssi.